Wenn man von Shadowrun spricht, dann geistern da immer direkt ein paar weitere Begriffe mit im Raum rum. Ein Begriff ist Cyberpunk, dann Fantasy und Science Fiction. Das sind so drei Begriffe, die man gleichermaßen sehr eng mit Shadowrun verknüpfen kann, auch wenn Cyberpunk da sicherlich den größten Raum einnehmen dürfte. Die Frage ist, warum ist das so und was sagt das eigentlich aus? Vorweg, es gibt ein weiteres Cyberpunk-Rollenspiel, das heißt Cyberpunk. Und in diesem Spiel hat man sich wirklich auf die ganzen technisch-gesellschaftlichen Dinge beschränkt. Da gibt es also keine Orks, Elfen, Trolle und derlei mehr. Und ganz häufig höre ich von Leuten, nee, also Shadowrun, da habe ich keinen Bock drauf, das ist mir zu Fantasy, eben wegen Elfen, Zwerge, Orks und so. Wenn, dann spiele ich Cyberpunk. Kann man natürlich machen. Ich selber sehe eigentlich das nicht so, dass dieser Fantasy-Aspekt von Shadowrun was wegnimmt oder da cyberpunkige Dinge wegnimmt oder Science-Fiction-lastige Dinge wegnimmt, sondern sehe das eher als Verstärker. Ich kann aber durchaus nachvollziehen, wenn Leute, die eben auf klassischen Cyberpunk stehen, sagen, nee, das ist mir bei Shadowrun too much. Muss eben jeder für sich selbst entscheiden. Also für Leute, die sagen, ja, also diese ganze Geschichte mit Matrix und mit Deckern, Hackern und diesem ganzen Gedöns, das finde ich super und oh, die ganzen Waffentypen und Cyberware und so, das ist voll mein Ding, aber boah, die Orks, die nerven mich. Können wir nicht Shadowrun ohne Orks spielen? Guckt euch einfach mal Cyberpunk an. Vielleicht ist das dann eher euer Ding. Ja, Science Fiction ist es automatisch, weil es eben in der Zukunft spielt. Das Ganze hat damals angefangen mit dem Jahr 2050. Also das war aber dann 1989, 1990 irgendwie so. Also als Shadowrun gestartet ist, da war 2050 quasi Ende. Und mit den einzelnen Editionen hat man da die Zeitlinie auch weiter fortgeschrieben. Erst bis, ich glaube, 64 bin ich sicher, dann 70 und jetzt sind wir irgendwie bei 74, glaube ich, mit der fünften, 74, 75, so um den Dreh. Also es liegt auf jeden Fall in der Zukunft, aber es ist eben eine nahe Zukunft, wo es jetzt nicht darum geht, den Weltraum zu erkunden, auch wenn selbst das zumindest punktuell was ist, was man mit Shadowrun machen könnte. Aber grundsätzlich geht es ja nicht um Raumschiffe und um die Technik an sich, also nicht um diese Hard Science Fiction, wie man sagen würde, sondern es geht ja um ganz andere Sachen. So, und bei Shadowrun sind ein paar Elemente sehr zentral. Das ist eben einmal dieser Fantasy-Aspekt durch die ganzen verschiedenen Rassentypen, eben auch Veränderungen durch Erkrankungen, also durch Viren und so weiter. Und dann Critter natürlich, die da auch ein Stück weit durchaus zugehören. Der magische Aspekt, der da fließend ineinander übergeht. Und ja, also das ist auch was, was viele ablehnen, die sagen, auf Magie habe ich da jetzt gar keinen Bock. Ne? Was soll das? Also es ist ja Mensch und Maschine. Es geht ja da um Cyberware, Bioware, Nanoware und diese technologischen Möglichkeiten. Und nicht um Magie, also um Hermetiker oder Schamanen. Ich finde das eigentlich ein ganz spannendes Element. Und ich glaube, was viele auch ganz gerne vergessen ist, wenn ich ein Science-Fiction-Spiel, egal in welcher Zeit es jetzt angesiedelt ist, spiele, in dem es sowas gibt wie Psi-Kräfte, dann ist das im Grunde auch nichts anderes als Magie. Ich habe sie nur ja, technologisch dargestellt. Also ich setze sie in einen naturwissenschaftlichen Hintergrund und habe eben bei Magie als Klassiker eher so dieses Spirituelle drin. Aber so unterschiedlich ist das gar nicht. Ist auch einer der Gründe, warum mich das nicht stört. Zumal Hermetiker bei Shadowrun ja durchaus ja, Leute sind, die das Ganze studieren und nur Schamanen sind diejenigen, die da eher auf
ja, den reinen spirituellen Wegen, Patronen, also so ein Totem und so weiter setzen. Ja, also von daher finde ich die Magie völlig okay. Und auch so Sachen, wie sie dann eher im Matrix-Bereich auftauchen, also ehemals die Otaku und jetzt halt Technomancer, das ist auch eine Variante von Magie, ne? Ja, zentral dabei ist aber, was will ich denn spielen? Was erwarte ich von so einem Spiel? Was meinen die mit Cyberpunk, beziehungsweise was meine ich als Spieler, als Spielleiter mit Cyberpunk? Was steht da für mich im Mittelpunkt? Und bei Fantasy ist es relativ klar, auch wenn da natürlich auch nochmal unterschieden wird zwischen Low Fantasy und High Fantasy und Urban Fantasy und all solchen Untergruppierungen. Und ja, bei Cyberpunk kann man sich ja einfach auch mal Gedanken machen, wo kommt das her und was ist das Besondere an diesem Genre? Also es geht ja nicht nur darum, dass man die Zeit nur 50 Jahre vordreht und da auf einmal ganz tolle Sachen kann und hat, die aktuell noch nicht gegeben sind, sondern im Grunde hat das alles schon auch eine moralische Komponente. Zurück geht das Ganze, für die, die es nicht wissen, auf William Gibson. Das ist ein Schriftsteller, der vor allem bekannt ist wegen seiner Neuromancer-Trilogie, die er geschrieben hat. Und die habe ich auch mal hier. Also, wer da mal Interesse hat, einen Blick reinzuwerfen, ist ein bisschen dicker. Also, ich habe jetzt hier die Taschenbuchausgabe mit 1004 Seiten. Und das, ich weiß jetzt gar nicht, ob es immer noch drin steht bei Shadowrun, aber ganz früher stand es drin. Das ist also überhaupt Cyberpunk im engeren Sinne, geht direkt auf diesen Schriftsteller und halt auch auf dieses Buch zurück. Ja, hier geht es darum, dass es eben auch einen Hacker gibt, beziehungsweise wie heißt der jetzt hier? Datenjockey irgendwas? Schon ein bisschen länger her, dass ich das gelesen habe. Naja, auf jeden Fall geht es letztlich darum, dass hier auch ein Team von eher abgehalfterten Leuten im Auftrag einer künstlichen Intelligenz halt, naja, was machen soll. Was auch sehr empfehlenswert ist das dazugehörige Hörbuch. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das ist hier made by WDR, Audio Verlag, also aus dem Audio Verlag. Von 2003. Ich weiß nicht, ob es das, wie gesagt, noch gibt. Was ganz cool ist, mal abgesehen von so Sachen wie dem Cover, was da auch ganz gut reinpasst. Man ist hier wirklich hergegangen und hat im Booklet so ein Who's Who noch abgedruckt und es gibt neben den CDs hier auch noch so ein eingearbeitetes Booklet, wo man eben Moment, hier noch so ein paar Bilder auch drin hast und so eine kleine Enzyklopädie des Neuromancer-Universums. Also was sind Arkologien? Der Begriff kommt halt wirklich aus diesem Buch. Shiba City, dann hier Saarkutel, Cyberspace und Schwarzes Eis. All diese Begriffe, die eben wirklich von William Gibson ja geprägt wurden damals. Das ist ein bisschen schwierig zu hören, dieses Hörbuch, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Gibson hat nicht nur die Neuromancer-Trilogie gemacht, da gibt es auch andere Sachen. Das hatte ich, glaube ich, irgendwann mal erwähnt oder gezeigt. New Rose Hotel, sogar mit einer recht guten Besetzung. Also hier Christopher Walken, Willem Dafoe und hier unten das ist Asia Argento, die dürfte wohl kaum jemand kennen. Aber das ist auch eine Verfilmung von Gibson, beziehungsweise nach Gibson, ja, die einfach empfehlenswert ist. Auch da sieht man eben so typische Elemente, wie sie auch bei Shadowrun vorkommen, ist sehr empfehlenswert, ist auch bestimmt günstig zu haben, weil das eher so, ja, ich glaube, das kennt irgendwie kein Mensch, anders als hier zum Beispiel Vernetzt, ne, von hier Johnny Mnemonic mit Keanu Reeves beispielsweise. Das kennen einige Leute. Übrigens, wer da ja auch mit dabei ist, ist ja hier diese Dame, die dürften auch einige kennen. Naja, ist halt auch so ein Shadowrun-Meme-Charakter,
Dingen, dann gibt es Sachen wirklich komplett virtueller Realität und sehr surreal, sowas wie hier dieser Film Avalon, Spiel um dein Leben, der da auch reingehört und natürlich gerade in neuerer Zeit so Sachen wie Minority Report, die da als Inspiration, ja, mit Tom Cruise eben auch taugen. Und letztlich geht es um so eine Entmenschlichung, finde ich, bei Cyberpunk. Es geht darum, wenn Technik so viel übernehmen kann, wenn die Technik so viele Möglichkeiten hat, wenn es die Matrix gibt, was bleibt vom Menschen? Also wenn ich einen Menschen tunen kann und nicht mehr der Mensch die Macht über seine Gesellschaft hat, sondern Konzerne diese Macht übernommen haben, was bleibt vom Menschen? Und das ist ja eben auch dieser Underground-Style von Shadowrun, finde ich, dass der Wert eines Menschen insgesamt nicht mehr viel wert ist. Und da finde ich eigentlich diese unterschiedlichen Rassen gar nicht so schlecht, weil die erstens nochmal einen draufsetzen, also weil es ja auch viele rassistische Menschen gibt, die eben Trolle beispielsweise ausschließen oder auch einige der anderen Rassen bei Shadowrun. Und es hat dadurch, dass es eben Fantasy-Rassen sind, nochmal einen ganz anderen Charakter. Es ist natürlich abstrahiert, es ist nicht so hardcore vielleicht auch, aber ich finde, bespielt kommt unterm Strich dasselbe bei raus und ich empfinde das so ein bisschen als Puffer bei so ganz fiesen, düsteren Themen und deswegen finde ich das ganz angenehm bei Shadowrun. Na, also wenn ich ein Bein oder einen Arm einfach ersetzen kann, wenn ich immer online bin, wenn alle meine Daten für jeden zu hacken sind oder die meisten davon öffentlich zugänglich sind, wenn ich an einen Punkt komme, wo mir sowas sogar egal ist oder ich es nicht mal mehr bewusst wahrnehme und wenn für mich selbstverständlich ist, dass eben Firmen die Macht haben und die Menschen, die da die Fäden ziehen, die Macht haben. Was bleibt? Was ist da noch menschlich? Ja, es geht wirklich viel um Abgründe und um ein Identitätsgefühl. Also, das ist meine ganz persönliche Meinung. Die muss man nicht so sehen, aber vielleicht mag der ein oder andere ja mit so einem Blick auch mal auf Shadowrun gucken. Das ist halt das, was ich besonders interessant finde. Eben Mensch, Maschine plus Magie und spirituelle Elemente. Also dieses Gleichgewicht, das ja nicht wirklich herstellbar ist. Das ist für mich so das Zentrale, warum ich das gerne spiele. Also eben dieses moralisch-gesellschaftliche, was da so bespielt wird. Und ja, damit finde ich es schon auch sehr, sehr kritisch in Bezug auf Gesellschaft, auf Gesellschaftsform, durchaus auch kapitalismuskritisch, ob man das so wahrnimmt, ob man das so in den Vordergrund stellt im Spiel. Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber das ist so ein Potenzial, was ich bei Shadowrun sehe und was ich als Option einfach gut finde. Ja, wie ist das bei euch? Warum spielt ihr Shadowrun? Was findet ihr cool an Shadowrun? Wusstet ihr das alles schon oder war da jetzt auch was Neues dabei? Was seht ihr genauso wie ich? Was seht ihr anders? Ich würde mich da freuen, wenn ihr mir Rückmeldung gebt. Unten in die Kommentare, ihr wisst schon, würde mich freuen. Könnt mir auch so gerne eine Nachricht schreiben, würde ich mich auch darüber freuen. Bis zum nächsten Mal.